Eine Eisenbahn. H0? Weiß ich nicht, kenne mich da nicht so aus. Ich hatte keine. Ist, glaube ich, nicht mehr die neueste Technik. Und was mir dazu einfällt, dass die Deutsche Bahn den Service noch weiter verbessern kann. Ich bin häufiger mit der Bahn unterwegs. Die Leute sind sehr freundlich geworden, aber die Klimasituation ist immer nicht angenehm. Und Stuttgart 21 fällt mir ein. Und der RAX, der auf jeden Fall kommen muss. Currywurst. Unser Currywurst-Plakat fällt mir ein aus dem Wahlkampf, was wir ja nicht selbst gestaltet haben, sondern wir haben ja die Internet-Community aufgefordert, uns Vorschläge zu machen. Und da kamen über 300 Vorschläge. Und das Plakat mit der Currywurst ist ausgewählt worden, es war ein großer Renner und das Problem ist, dass ich hier selber nicht essen darf. Dass da alles so reinpasst in so eine Kiste. Oh, ein Sparschwein, gut gefüllt. 2 Euro Stücke, eine Menge drin. Ist rot und passt zu unserer Haushaltspolitik. Auch wir sparen ganz massiv, aber wir geben auch mehr Geld aus für Kinder und für Bildung. Und damit unsere Kommunen endlich wieder überhaupt handlungsfähig sind. Und damit wir mehr reinpacken können ins Sparschwein, müssen die starken Schultern auch mehr tragen als die schwachen. Ein Handball. Richtige Größe, konnte ich mit losspielen. Leider komme ich nur im Sommer dazu. In der Ferienfreizeit vom Landessportbund. Da kann ich dann mal wieder spielen. Es war eine gute Zeit, die Handballzeit, eine sehr intensive Zeit. Und ich habe eine Menge gelernt für die Politik. Einerseits braucht man ab und zu auch die Ellbogen, wenn man erfolgreich sein will. Aber es geht nur im Team. Das ist die wichtige Botschaft. Oh Gott, ein Brautkleid habe ich in der Hand, aber meins war schöner. War dieses Jahr sicherlich privat unser Highlight und es war eine tolle Feier, 100-mal schöner, als wir es uns selbst vorgestellt haben, mit engstem Freundeskreis. Ein paar haben allerdings gefehlt, war auch bitter, aber mit der Familie und es war einfach ganz super. Und ich habe herzhaft gelacht über die Kommentare, die gekommen sind, als ich das Bild gepostet habe mit dem wehenden Schleier. Und gemutmaßt wurde, wo das überall stattfindet und was da alles passiert ist. Es war einfach nur eine fantastische Hochzeit und hat uns große Freude bereitet.